herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahre 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen, auch die tibetischen Astrologen, berechnen ihren Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession, und weil das eine andere Berechnung ist, ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Ilavia, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild symbolisiert dein Geburtshoroskop, bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist dein Seelenplan, und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist wie ein Momentaufnahme über den Sternenhimmel. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, das sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Und das ist hier die dritte. Und das bedeutet Wissen vermitteln, Wissen aneignen, ein Austausch, Informationen, bedeutet auch, dich zu behaupten bei Geschwistern und Verwandten, aber auch bei Konkurrenten. Das lernst du auch, zu dir selbst zu stehen. Und kommt viele kleinere Veränderungen in dein Leben, kleine Reise, vieles Neues zum Entdecken. Dann ist wichtig, die fünfte Lebensbereich, die Kinder oder deine Kreativität, deine schöpferische Energie. Wichtig ist auch, die Arbeit, den Alltag zu bewältigen, und auch Thema Gesundheit. Wichtiges Thema ist Lernen, auch mal von etwas verabschieden, loslassen, dass du nicht etwas festhalten möchtest, und lernen, deinen Gefühlen transformieren, damit du wirklich dein eigenes Selbst damit stärkst. Und Spiritualität, Reisen, Ausland. Das sind die wichtigsten Themen. Dieses Geburtshoroskop, wie ich schon sagte, das bleibt so. Was sich nicht bleibt, weil ändert sich, das bist du. Du machst Lebensschritte in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren bewegen wir uns auf einen anderen Boden, andere Eindrücke, andere Lernaufgabe, andere Themen sind wichtig. Du bewegst dich gerade in eine Schütze-Periode. Und was für dich wichtig ist, gerade Ausland, Auslandskontakte, Neuorientierung, deine Wünsche entdecken, Sport, Bewegung, aber auch Fragen über Sinn des Lebens oder religiösen Fragen. Und dieses tiefes Wissen kommt im Vorschein, und das ist schon die Weisheit. Nicht nur du bewegst dich, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Wobei bei dieser Art von Bewegung macht es nicht die Sonne, sondern macht unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Planet heißt übrigens beweglichen Sternen oder Wandelsterne. Und jetzt sind wir im Zeit April 2019 und schauen wir an, wie sich die Planeten bewegen, was aktivieren im Horoskop. Pluto, das ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem, auch die langsamste, je weiter von der Sonne
entfernt ist, umso langsamer ist die Bewegung. Das kommt von dem Gesetz der Gravitation. Also Pluto bewegt sich im Schütze und aktiviert bei dir gesundheitliche Themen oder Themen, was den Alltag betrifft, die Arbeit. Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen, erkenne, was ist deine Berufung? Und das ist der Fokus. Alles andere ist uninteressant. Und das sind die neuen Erkenntnisse. Und sei dazu bereit, das aufgeben oder kündigen oder loslassen, ohne Angst. Neptun zeigt unsere Träume, belehrt uns, wie können wir unsere Träume leben. Und zeigt unserem kreative Seite, ist auch der Planet der Künstler, weil mit Neptun-Energie lassen wir uns inspirieren. Und es ist auch sehr geheimnisvoll. Volle Geheimnisse ist Neptun. Aber wenn wir nicht an unseren Träumen glauben, oder umgekehrt, wenn wir alles glauben, was anderen erzählen, und das ist nur ein Schein, dann kann uns Neptun, diese Neptun-Energie, enttäuschen. Nicht der Planet Neptun, das macht Neptun nicht, sondern wenn wir damit nicht richtig umgehen, dann kommen natürlich die Enttäuschungen. Neptun bewegt sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und das bedeutet eine Art Transformation, wie wichtig das ist, deine Träume oder deine künstlerische Begabung erkennen, wahrnehmen und das auch leben. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen. Und das hast ihn wieder und das beeinflusst deine Berufung. Saturn beeinflusst die Schicksal. Belehrt uns, er löst auch karmische Themen aus, weil Saturn ist der Hüter der Karma. Saturn bewegt sich im Schütze und belehrt dich, deine Berufung leben, deine berufliche Situation in Ordnung bringen, das in Form zu bringen. Jupiter vergrößert etwas und bringt auch Glück. Jupiter ist auch hier im Schütze. Und diese Chancen hast du beruflich. Mehr Möglichkeiten, mehr Chancen. Jupiter bringt dieses Glück und diese optimistische Haltung. Mars ist die Kraft. Die Kraft, was alles in Bewegung setzt, steht auch für Bewegung wie Reisen, Auto und Sport. Und das ist eine männliche Energie, also bedeutet auch die Männer. Mars ist im Stier. Und das kann hier auslösen im April, dass du deine Kraft einsetzt und lebst deine Wünsche. Dann bedeutet auch, dass die Liebepartnerschaft sehr hoffnungsvoll ist, weil hier erscheint die Mars-Energie und bedeutet auch der Mann. Kann auch auslösen, denn im Freundeskreis hast du Kontakt mit einer männlichen Person. Venus ist die weibliche Energie, Mars ist männlich, Venus weiblich, das ist ein Liebespaar und Venus ist auch Thema Liebe, Partnerschaft, aber zeigt unsere weiblichen Energie. Außerdem, Venus bringt etwas in Harmonie und zeigt Kunst und Kreativität und Schönheitssinn. Venus ist im Wassermann und hier hast du die Transformation, eventuell Themen, was die Sexualität betrifft, das gehört auch zum achten Lebensbereich. Merkur steht für Jugend und für Kinder auch, das kann auch Themen auslösen mit Jugendlichen
Kontakt oder Arbeit mit Jugendlichen oder an unserem inneren Kind arbeiten, kann Merkur Einfluss auslösen. Außerdem ist Merkur ist der Planet der Kaufleute, Merkur handelt auch und steht für schriftlichen Sachen, Dokumenten, Terminen oder Gesprächen, Kommunikation, steht auch im Merkur Einfluss. Merkur ist im Wassermann. Und weil die achte Lebensbereich gehören auch erbschaftlichen Themen oder Verbindung zum Ämtern. Und wenn hier Merkur entsteht, natürlich kann das Terminen auslösen oder irgendeine schriftliche Sache. Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen. Und zeigt die Monatsthema. Monatsthema ist bei dir Reisen oder Spiritualität. Neunter Lebensbereich steht auch zum Prüfungen, entweder irgendwelche Bildung, eine höhere Bildung oder die Prüfungen des Lebens zu bewältigen. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas nicht so vorangeht, wie wir das wünschen. Und das hat auch einen Sinn, weil das sagt aus, mach jetzt langsam oder überprüf noch etwas, nicht so stürmisch. Rückläufigkeit löst auch aus, dass wir Themen haben von Vergangenheit oder Begegnungen. Weil jemand kehrt zurück von Vergangenheit, Rückläufigkeit löst auch karmische Themen aus. 11. April wurde Jupiter rückläufig. Das heißt, wenn du etwas vermehren möchtest, dann mach das langsam, du sollst noch was überprüfen. Und weil Jupiter vermehrt etwas, also bei Jupiter Einfluss kann auch passieren, dass wir zunehmen. Und bei Rückläufigkeit haben wir das Glück abzunehmen. 25. April wird Pluto rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, nachdenklich zu sein. Wovon sollst du verabschieden, damit du in Kraft bleibst? 30. April wird Saturn rückläufig und diese Rückläufigkeit von Saturn aktiviert alten karmischen Themen. Wie ich schon sagte, Saturn ist der Hüter der Karma. Mondposition. 19. April ist Vollmond im Waage. Das heißt, dieser Vollmond beleuchtet die Themen, wo bei dir im Horoskop die Tierkreiszeichen Waage ist und das ist deine Wohnsituation, kann natürlich bedeuten, dass das alles heller ist, weil du räumst auf und hast du mehr Platz. Das muss nicht immer um schicksalhafte Ereignisse handeln oder dass hier etwas geklärt wird, was die Wohnsituation betrifft. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass eine Spannung ist zwischen Sonne und Mond. Und diese Spannung, das wirkt auf unserem Alltag. Und bei Mondenergie natürlich spüren wir das auch. Aber Mond hat einen großen Einfluss auf unsere Gefühle. Und diese Spannung, das fühlt sich an wie so dicke Luft. Jeder ist so hektisch oder nervös. Wir brauchen dann die Entspannung. Zum Glück dauert das nicht lange. Das sind vielleicht diese exakte Position, ist vielleicht ein paar Stunden. Aber im Tag ist es doch spürbar. Und 26. April ist dieser Halbmond in den Tierkreiszeichen Steinbock, wo die Partnerschaft ist. Und das bedeutet entweder Spannung mit dem Partner oder dein Unsicherheit, Thema Partnerschaft. Mai 2019 Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion.
Mars bleibt bei Stier, Merkur und Venus ist in Fischen. Und das bedeutet, Monatsthema ist Reise, Spiritualität, da kommen die Verbindungen, Kontakten, Handlungen, Gespräche. Und Venus, nicht Sonne, Merkur und Venus. Also das heißt, Mai ist wichtig, die Spiritualität, die Kontakte zum Ausland, Gespräche. Entweder bist du als Frau wahrgenommen oder begegnest du mit deiner Liebe oder ein Liebesurlaub. Oder das zum Planen kann auch bedeuten, dass du Kontakt, Gespräch hast von Ausland mit einer Frau oder dass diese Frau von Ausland kommt. Ist auch möglich, dass dich jemand besucht von Ausland. Und jetzt, Sonne ist im Widder, genau, so ist es richtig. Monatsthema ist bei dir, beruflich neu orientieren. 4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet Nachdenklichkeit, Rückzug, Meditation über deine Berufung. 12. Mai ist Halbmond im Krebs und das bedeutet für dich, weil das im ersten Lebensbereich ist, Unsicherheit oder ein unsicheres Auftreten. 18. Mai ist Vollmond im Waage, wieder wird die Wohnsituation beleuchtet. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, Unsicherheit in die Partnerschaft oder Spannung kann auch bedeuten, dass du daran nicht glaubst, dass du das aufgeben möchtest, deine Wünsche oder deine Hoffnungen. Juni Venus ist im Widder. Deine Weiblichkeit, du als Frau, stehst im Mittelpunkt und bist du wahrgenommen. Bekommst du auch Respekt, Anerkennung, Kompliment. Venus wirkt auch auf deine Berufung. Dass das hier etwas in Harmonie kommt oder dass du kreativ bist. Oder bekommst du Unterstützung von einer weiblichen Person? Sonne und Merkur ist im Stier und das bedeutet Gespräche im Freundeskreis oder dass du erfährst die Wahrheit. Das ist die Sonnenenergie, die Licht, die Augen öffnen. Oder kann das auch auslösen, dass du aktiv bist in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen und hast du die Kontakte und die Gespräche oder du gründest etwas oder unterschreibst einen Vertrag in einen Verein, wie zum Beispiel im Sportverein oder Kunstverein. Also solche Themen löst es aus. Mars ist in Zwillingen und das kann bedeuten, dass du müde und erschöpft bist und sollst zurückziehen, dass du wieder Kraft hast. Die 12. Lebensbereich zeigt auch Rückzug. Kann auch bedeuten, dass hier karmische Themen hast in die Liebe, Partnerschaft und dieser Mann hat auf dein Leben einen großen Einfluss. Kann auch auslösen, dass eine männliche Person erzählt etwas über seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und musst du dich behaupten und Kraft zeigen. 22. Juni ist Neptun rückläufig und das heißt, wo deine künstlerische Begabung ist, sollst du auch entdecken. Oder denk zurück an deine Träume oder in deine Kindheitsträume oder wie hast du gespielt. Oft spielen wir das in Kindheit, was unsere Berufung sein soll. Aber bedeutet auch, überlegen, nachdenklich zu sein, welche Wünsche, welche Träume
hast du und wie kannst du das verwirklichen. Diese Rückläufigkeit kann auch auslösen, dass du hast deine Träume, aber noch nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. 3. Juni ist Neumond im Stier und das heißt Rückzug von Freunden oder überlegen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, hat mit Werte, mit Finanzen was zu tun, ist Spannung, kein Geld ausgeben, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion und das bedeutet, das wird Thema Kindheit, schöpferische Kraft, Kreativität, Lebensfreude, diese Themen werden beleuchten. 25. Juni ist Halbmond in Fischen, Spannung im Reisen, Ausland oder Kontakte zum Ausland kann auch auslösen, dass du in spirituelle Richtung aktiv bist, aber bist etwas unsicher, was sollst du gerade tun, was interessiert dich wirklich. Juni passiert was Wichtiges. Ketu ist die Drachenkörper, das was wir schon kennen. Ketu symbolisiert unsere Vergangenheit. Auch all das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Das ist dieser karmischen Knoten. Und dieser karmischen Knoten bewegt sich auch. Und Ketu befindet sich ganzes Jahr und 2020 auch noch in Tierkreiszeichen Schütze und aktiviert bei dir Themen Vergangenheit. Und das erlebst du im Alltag, aber auch im Beruflichen. Und Juni steht diese Ketu in Verbindung zum Saturn. Und Saturn ist der Hüter, der Karma ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und Pluto ist auch rückläufig, hat auch was mit Vergangenheit was zu tun. Sie bilden eine sogenannte Konjunktion und das heißt, sie wirken zusammen, kann man gar nicht die trennen, die Energie fließt zusammen. Hier gibt es karmische Themen, Erinnerungen, vielleicht sogar Begegnungen und das passiert im Juni 2019 in der Tierkreiszeichen Schütze und das erlebst du hier in diesem Lebensbereich und das spürst du auch. Weil dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, ist im Schütze. Rahu ist der Drachenkopf, das, was die Seele gerade sucht. Dieser Rahu befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, ganzes Jahr und 2020 auch noch. Und hier aktiviert auch karmische Themen und das ist die neue Richtung, die Neuorientierung. Und das sind die Geheimnisse. Oder in die Tiefe schauen. Oder die Ursache erkennen von etwas. Etwas untersuchen, unter dem Lupe nehmen, erforschen etwas. Juli. Sonne und Venus ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier sind die Geheimnisse. Sonne beleuchtet das, zeigt auch die Wahrheit. Oder wenn du Liebesgeheimnisse hast, Venus hat mit Liebe was zu tun. Wenn du Liebesgeheimnisse hast, dann behalte das für dich selbst. Weil besteht die Gefahr, das wird dann ins Licht gebracht. Das ist die Sonnenenergie. Kann auch auslösen, diese Transit, so nennt man diese Bewegung, dass du deine weibliche Energie
Wie bist du als Frau oder was steht zu dir oder wie bringst du das im Vorschein? Wie bringst du das ins Glanz, nachdenklich zu sein und dann wirklich das auch zeigen? Die Sonne ist die Glanz und Sonne zeigt das auch nach außen. Dass hier in dieser Wandlung bist und du veränderst etwas in dein Aussehen. Oder hast du eine andere Einstellung zu der Liebe? Kann aber auch bedeuten, etwas Geheimnisvolles. Und hier, welche Geheimnisse kann noch handeln? Die geheime Feinde. Und das wäre eine Frau. Aber die Sonne zeigt, du wirst die Wahrheit erfahren und das auch erkennen und öffnet deinen Augen. Mars und Merkur ist im Krebs und das bedeutet, du zeigst Kraft, das ist die Mars-Energie und Merkur bedeutet, du sprichst das auch an. Oder kann das auch auslösen, dass du wichtigen Gesprächen hast mit einer männlichen Person. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Das heißt, die Termine, die Vorstellungsgespräch oder irgendwelche wichtigen Gespräche oder ämtlichen Themen geht nicht wirklich voran. Das bremst ein bisschen diese Rückläufigkeit. Oder wenn das um Verträge geht oder wichtige Dokumente oder Gespräche, dass du das noch überprüfen sollst, kann auch auslösen, dass du diesen Impuls hast, was zum Sagen, das ist die Mars-Energie, dieser Impuls, und sollst du aber überlegen, was du sagst, wie du das formulierst, dass du nicht zu schnell oder nicht aus Wut etwas sagst. Und diese Rückläufigkeit würde dann heißen, behalte deine Worte für dich und bremst das bisschen ab. Aber kann auch bedeuten, dass eine männliche Person meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge und das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit und Meditation. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau und das würde bedeuten, dass hier musst du dich behaupten gegen Geschwister, Verwandten, Konkurrenten. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze und Finsternisse lösen immer karmische Themen aus. Und das wird beleuchtet mit diesem Vollmond. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, wieder Spannung im Reisen, Ausland oder Unsicherheit in Richtung Spiritualität. August 2019. Sonne und Venus ist im Krebs. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft und das trifft dich persönlich. Mars, Venus, das ist die Liebespaar, ist auch die Monatsthema, zeigt hier die Sonne. Merkur ist in Zwillingen und das bedeutet, bewahre deine Geheimnisse oder dass jemand spricht über dich hinter deinem Rücken. 1. August ist Neumond im Krebs. Sei eher zurückhaltend und nachdenklich. 7. August ist Halbmond im Waage. Eine gewisse Spannung zu Hause kann auch bedeuten, dass alles so hektisch ist und du brauchst die Ruhe und es wäre gut zu Hause bleiben, dich zum Erholen. Kann auch bedeuten, dass eine kleine Reparatur hast du im Haus. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Thema Liebe, Partnerschaft wird beleuchtet.
23. August ist Halbmond im Widder und dieser Halbmond löst aus hier bei Widder, dass du das Gefühl hast, du bist übersehen, nicht wirklich wahrgenommen, hast kein Erfolgserlebnis in die Arbeit. 30. August ist Neumond im Löwe, hier wo das um Besitz, Werten und Finanzen geht. Und Neumond bedeutet, halte das Geld zurück oder sei nachdenklich über Werten, über Besitz, über Finanzen. Und in diesem 30. August wird dieser Neumond von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist einer von den königlichen Sternen und symbolisiert Könige und Herrscher. Und Regulus ist die Herz der Löwen. Und das sind Herzensangelegenheiten auch. Und hat aber einen Bezug zu deinen Werten oder Selbstwertgefühl. Und da die Nachdenklichkeit. September 2019. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwen. Und das ist sehr wichtig für dich, dann Thema Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. 19. September wird Saturn direktläufig hier im Schütze. Das hat schon eine große Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Es dreht sich alles in andere Richtung und geht alles voran. Und das erlebst du im Alltag, erlebst du bei der Arbeit und in Gesundheit. 6. September ist Halbmond in Skorpion und das bedeutet Spannung mit Kindern oder Erinnerungen von deiner Kindheit, was dich aus dem Ruhe bringt. Kann auch auslösen, du möchtest die Lebensfreude erleben oder kreativ zu sein und du hast den Mut nicht dazu, das zu zeigen oder erlebst du Einschränkungen, kann auch bedeuten. 14. September ist Vollmond im Wassermann und das wird Thema beleuchtet, Themen mit Ämtern oder einer erbschaftlichen Situation oder wird dir klar, wovon du verabschieden sollst, weil dann befindest du dich in einem Erneuerungsprozess. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung mit Freunden oder dass du hast deine Wünsche, Träume und zweifelst daran. 28. September ist Neumond im Löwe. Behalte das Geld, investiere nicht, sei eher nachdenklich. Was kannst du verbessern in Finanzen? Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist bei Mars und Venus die Liebe, Partnerschaft. Natürlich kann bedeuten, dass du Konkurrentin hast und da musst du dich behaupten, aber das ist eine der Möglichkeiten. Kann aber auch auslösen, dass du mit deiner Liebe eine kleine Reise machst oder im Bekanntenkreis kennenlernst du jemand. Merkur ist im Waage. Das kann ein Vertrag bedeuten, Mietvertrag oder Kaufvertrag von Immobilien. Kann aber auch auslösen, dass du eine Rechnung bekommst, was etwas mit der Wohnung was zu tun hat, weil du was gekauft hast. Aber kann auch auslösen, dass du einfach die Ruhe gönnst und liest du ein tolles Buch und bist im Rückzug. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Die Spannung ist im Alltag, im Beruf.
Wenn das um Gesundheit geht, dann sollst du die innere Gleichgewicht, innere Ruhe bewahren. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. Thema Reisen, Spiritualität wird beleuchtet. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge. Spannung, Unsicherheit, Nervosität. Also zurückziehen, das ist die Lösung. Halte dich raus, bewahre die Ruhe, geh im Abstand, zieh dich zurück. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Auch Rückzug von Verwandten, Bekannten. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 28. November wird Neptun direktläufig und zeigst, wie du deine Träume, Wünsche endlich leben kannst. Kommt etwas in Bewegung. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung in Partnerschaft oder du fühlst dich unsicher. 12. November ist Vollmond im Widder, beleuchtet die Berufung, die Richtung oder bekommst du Anerkennung, Lob, Kompliment. 19. November ist Halbmond im Krebs, dann fühlst du dich etwas unsicher. 26. November ist Neumond im Waage, Rückzug, zu Hause bleiben, die Ruhe bewahren oder nachdenklich zu sein, was könntest du gründen oder was gibt dir die Halt, die Sicherheit, Stabilität. Dezember Jupiter übergeht im Schütze und bringt dir Chancen, Möglichkeiten, Glück beruflich. Kannst du dich verwirklichen, vergrößern. Sonne ist in Skorpion. Monatsthema ist Lebensfreude, Kreativität oder Kinder. Venus ist auch im Schütze. Das kann bedeuten, dass Harmonie kommt in den Alltag und Arbeit. Kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer weiblichen Person oder die Liebe findest in diesem Bereich. Entweder in deinem Arbeitsplatz, kann aber auch sein Arbeit sein. Venus kann auch natürlich auslösen, dass du sehr kreativ bist in die Arbeit und hast eine kreative Tätigkeit. Venus steht auch mit Selbstständigkeit in Verbindung. Mars und Merkur ist im Waage. Und das kann bedeuten, dass hier irgendwelche Verträge handeln und musst du dich deine Rechte holen und dich einsetzen und Kraft zeigen. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person dich besucht und habt ihr die schönen Gespräche. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann und dann löst es sowas aus, wie du solltest was loslassen oder von etwas verabschieden und du möchtest das aber festhalten. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Das wird beleuchtet, Freundeskreis, aber auch deine Wünsche und Hoffnungen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, das hat mit Werten was zu tun. Finanzen, nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 26. Dezember ist Neumond im Schütze und das bedeutet, nachdenklich zu sein. Wo liegt deine Berufung? Was kannst du verbessern in deiner beruflichen Situation? Oder wenn es um gesundheitliche Themen handelt, dann ist gut, dass du die Ruhe bewahrst, auf deiner eigenen Energie arbeitest. Januar 2020.
Venus ist im Steinbock. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft. Mars ist im Skorpion. Dieser Mann hat einen Einfluss auf dein Leben und das sind die Lebensfreude. Sollst du auch genießen. Und Sonne, Merkur ist im Schütze und aktiviert bei dir die beruflichen Situationen. Bei Merkur kann das einen Termin auslösen, wie ein Vorstellungsgespräch oder Arbeitsvertrag. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Merkur und Venus ist im Wassermann. Und das kann bedeuten, diese Merkur-Venus hier im achten Lebensbereich, dass du irgendwelche schriftlichen Sachen hast oder Terminen mit Ämtern oder in erbschaftlichen Situationen, Gesprächen, Verträgen, das wäre die Merkur-Energie. Venus bringt dir Glück, kann aber auch bedeuten, dass du Unterstützung hast von einer weiblichen Person. Aber hier im achten Lebensbereich handelt es sich auch um Erneuerungsprozesse, Wandlung und Thema Sexualität auch. Das würde passen zum Venus. Und Merkur zeigt dann deine Jugend, dass hier dann auch Erinnerungen kommen von deiner Zeit für Jugend, diese Erfahrungen, Lebenserfahrungen, dass du das loslassen sollst. Falls das mit Verletzungen, mit Tränen verbunden sind, die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren. März 2020. Jupiter bleibt, Saturn und Pluto übergeht im Steinbock und wirkt ziemlich lang. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger und die Thema ist Liebe, Partnerschaft. Mars ist im Schütze. Und das kann bedeuten, dass du Kraft brauchst, dich beruflich zu behaupten. Kann auch bedeuten, eine Begegnung mit einer männlichen Person. Das kann auch seine Arbeit sein. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Hier kann wirklich um ämtliche Themen handeln oder Verträgen. Und Venus ist in Tierkreiszeichen Widder und bringt dir Glück beruflich. Liebe Ilavia, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.